Könntest du dich bitte unseren Lesern vorstellen? Hallo, ich bin Johanna Spanzel, bin 29 gerade geboren und spiele gerade hier im Musical Fakte Goethe, die Elisabeth Schnade spielt. Kannst du uns etwas über die Rolle erzählen? Ja, also die Rolle der Elisabeth Schnabelstedt ist eine junge Referendarin, die einfach ja, so ein bisschen ihren Weg sucht, von einem Chaos ins nächste schlittert und ja, durch die Bekanntschaft mit Sigi Müller auch zu einer Stärke und einer Kraft findet und ja, die einfach versucht, ihr Leben zu wuppen mit all den kleinen Turbulenzen. Okay, und was hast du dir gedacht, als du gehört hast, dass aus dem Kinoerfolg jetzt ein Musical wird? Also mein allererster Gedanke war auch erstmal, oh okay, ja, ungewöhnliche Wahl, ist das cool, mal gucken. Und dann durfte ich den Workshop schon machen, als es um die Stückentwicklung ging. Und da war mir ganz schnell klar, dass es eine coole Sache werden kann. Also dass einfach die Musik super ist, die Autoren da eine tolle Arbeit geleistet haben. Und genau, und dann dachte ich, das wird richtig cool. Sehr schön. Hallo, seht ihr den Schweigefuchs? Ich bin für euch da, jetzt bitte keinen Mucks. Hallo, ich will nur, dass ihr wisst, was so ein Burnout für ein Halunke ist. Hallo, das ist etwas, was ich nicht erwähnt. Hallo, das geht jetzt wirklich nicht. Wie frei konntet ihr eure Rollen entwickeln? Tatsächlich sehr frei. Also es gab natürlich ein Buch, das auf dem Film basiert. Mhm. Und natürlich gibt es die Szenen, die es im Film gibt und so weiter und so fort. Aber trotzdem gab es während der Probenzeit nie die Aussage, mach mal mehr wie im Film, oder sondern es war tatsächlich sehr, sehr frei. Also ich konnte mich auch ein bisschen austoben, ohne jetzt die Rolle zu verraten oder irgendwas komplett Abstruses da zu finden. Okay. Ja. Und was können die Besucher von Fakte Goethe erwarten, wenn sie das Musical anschauen? Ja, also ich glaube auf jeden Fall jede Menge Spaß, laute Musik, auch wirklich Party-Feeling und ja, viel zu lachen. Und aber was ich auch finde, was wir können auch berühren. Und ich finde, im Film hat man immer schon sehr viel gelacht. Und im Musical kann man im besten Falle auch ab und an mal weinen. Schön. Hier kommt der Mann aus dem Lehrerzimmer. Hier kommt der Mann, hier kommt der Mann. Oh, oh, oh. Wir haben Bock auf Abschlussrede. Scheiß auf Schiller, fuck you, Goethe. Hier kommt der Mann, hier kommt der Mann. Hier kommt der Mann aus dem Lehrerzimmer. Hast du eine Lieblingsszene? Ich mag mal sehr gerne ganz schön knapp mit dem Herrn Müller, wenn wir uns das erste Mal so ein bisschen anflirten. Mhm. Das finde ich mal sehr lustig. Und nein, also aber sonst, ich kann gar nicht sagen, es gibt sehr, sehr viele schöne Momente. Okay. Ich habe früher mal aus Rache Lauras Barbie verbrannt. Du stehst wohl auf ganz harte Sachen. Ich weiß, das sieht man mir nicht an. Du hast da an deinem Mund Farbe. Bitte wisch sie mir ab. Sag mal ehrlich, ist hier auch so heiß? Ja, mir läuft der Schweiß. Bist du auch dieses Knistern? Das ist mein Plastiksack. Im Werk 7 habt ihr ja so eine direkte Publikumsinteraktion. Ja. Was kann das Publikum da erwarten und wie wirkt sich die aufs Stück aus? Ja, also das ist genau, also mittendrin
statt nur dabei quasi. Sie müssen immer damit rechnen, dass die Schüler oder auch alle anderen über die Sitze springen und mit ihnen interagieren wollen, ohne Stress. Also keiner wird auch zu irgendwas gezwungen. Es macht trotzdem Spaß. Und ja, aber ich glaube, es ist ein tolles neues Theatererlebnis mal, so ganz nah dran zu sein. Und du warst ja schon bei Catch Me If You Can kurz mal in München. Wie gefällt dir die Stadt? Sehr, sehr gut. Ja, sehr gut. Ich bin hier, fühle mich sehr wohl. Ich habe jetzt auch nochmal umgezogen. Ich wohne jetzt da am Prinzregentenplatz in der Nähe und das ist eine sehr, sehr schöne Ecke. Und da fühle ich mich sehr wohl und ja, ich freue mich jetzt auf den Sommer. Jetzt wird es ja erst richtig gut, wurde mir gesagt, in München. Sehr schön. Dann vielen Dank für deine Zeit und alles Gute weiterhin. Ja, danke dir.